Also 2,5. Also muss nur 2, 3 Tage. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jammer. Ach, die fangen sie schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine. Aha. Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Ja. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Unbedingt. Was schlägst du vor? Mehr als ein Maurice-Mini-Museum sehe ich hier nicht. Mini-Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Okay. Der Name wird geändert. Hast du noch so einen Tipp? Tja. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Welchen guten Namen denn? Es ist Maurice-Mini-Museum. Die Leute können froh sein, dass sie aufrecht stehen können, während sie sich die Lok anschauen. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ha! Es ist Maurice. Die Leute können... Ah, okay. Du solltest den Namen... Was denn? Unbedingt. Maurice. Was schlägst du vor? Vielleicht kehren wir... Ja, aber was machen... Du solltest unbedingt... Das wird dem guten Namen... Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Fischeboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei es drum. Du bist eingestellt. Du bekommst 1 Goldstück am Tag. Aber erst nach getaner Arbeit. Momentan kriege ich schon 8. 3 Stück. Habe ich ein bisschen verzehrt. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du 1 Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Wenn ich alles gleichzeitig mache, dann kriege ich schon 4 Stücke. 4 Goldstückchen. Sollst du den Preis auf 4 Goldstücke senken? Du könntest die Preise senken. Niemals! Ein Besuch in Maurice, mein... Du solltest den Namen... Was denn? Schon wieder? Unbedingt, Maurice. Was schlägst du? Lass den Namen... Ja, im Endeffekt... Mir fällt nichts ein. Ha! Du lässt dir lieber was einfallen, oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner, aber du hast die Vögel noch nicht verscheucht. Darum gibt es für dich auch noch kein... Du bist mein Berater. Und du bist mein Wäsche. Die Wäsche? Oh je, die habe ich ja... Darum gibt es für dich auch noch... Du hast also bereits 2 Goldstücke. Für dich bewahre das Geld für dich auf, bis du fein... Okay. Ich habe keine Zeit dafür. Wir müssen die Vögel vertreiben und die Wäsche abhängen. Husch. Damit würde ich sie bestenfalls kurz... Ich brauche eine... Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Tja. Mit der Hose. Das würde die Vögel wohl kaum beeindrucken. Ich brauche eine... Vielleicht können wir irgendwie was aus Hose, Hemd und... Ah ja, natürlich. Gibt es noch weitere Sachen, die wir... Die Wäscheländer noch mitnehmen. Und daraus irgendwie. Ich habe es bereits abgehängt.
Wie ist die nur hierher gekommen? Mit der Gabel vielleicht. Nein, das ist. Neue Schrecke draus machen. An den Baum festhängen oder so. Die Vögel scheinen zumindest etwas Respekt vor dem Hemd zu haben. Wahrscheinlich, weil es Maurice gehört, dem kleinen Vogel. Vielleicht lässt sich das ja irgendwie ausnutzen. Ja, mit der Hose könnte man das vielleicht kombinieren und... Die Stäbchen sind, die würden gut zu diesem Hemd... Okay. Die Stäbchen sind dünn wie Maurice Ärmchen. Die würden gut zu diesem... Dann brauchen wir noch Beine. Zugegeben, Steine haben sich bereits mehrfach... Aber irgendwo ist auch mal... Wie ist die nur hier... Die Stäbchen würden gut... Ja, aber wie, wo, wann, was, warum, wie, was? Wo sollen wir die aufstellen? In diesem Spiel gibt es Gott sei Dank kein Zen-Garten-Rätsel. Aha, dann mache ich da auch so eine Spinnung oder was? Mit einem Seil das Ganze zusammen. Ich habe es bereits abgehängt. Uff, Vogelscheuche machen. Wo läuft denn der jetzt hin? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Aha. Wohin führen diese Gleise? Sie führten mal direkt nach Corona, aber die Gleise wurden stillgelegt. Aha. Vielleicht hat der Bahnhofswärter eine Idee. War hier eine Heuschrecke, warum? Jeder nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine... Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner, aber du hast die Vögel noch nicht verscheucht. Warum gibt es für dich auch noch kein Geld? Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 3 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Die Vögel verschreien. Verscheuchen. Darf ich mir die Lok jetzt an? Klar. Ja. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt, aber könnte ich es nicht... Ah, okay, 5. Aber du hast... Warum gibt es... Du hast also... Ja, das reicht. Schade. Okay, wir müssen 5 Goldstücke verdienen. Was ist mit meinem... Mal sehen. Du bist mein Gärtner. Warum gibt es... Du bist mein Berater. Du hast also bereits 3 Goldstücke. Ich bewahre das Geld für dich. Also 4 Goldstücke kriegen wir mit dem... Ich habe keine Zeit für... Hör für reden. Mit dem Ding hier. Können wir irgendwas vom Aufzug mitnehmen? Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Tja. Der Knüppel hat ungefähr Maurice Größe. Du gestattest, Gruber. Passt. Was? Aber wie... Du gestatten. Okay, aber wie können wir das... Ich verstehe es nicht, wie wir das kombinieren können. Wir müssen doch hier irgendwie... Essstäbchen... Hier muss man sich sein Essen wahrscheinlich noch selbst... Ein Essstäbchen passt rein, das Knüppel mit Krumma passt rein. Nein, das... Kann man mehrfaches miteinander kombinieren? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung. Es soll doch nicht wahllos sein, Mann. Mensch, Clown. Nochmal freundlich mit denen reden. Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Tja. Was hast du dazu zu sagen, Poki?
Okay, hier kommt ein wunderbarer Charakter, den sich Pookie ausgedacht hat. Das ist Maurice. Maurice. Ja. Auch wunderbar vertont von unserem Lars. Ebenfalls einem alten Kumpel, den ich und Schauspieler, also mit einem Schauspieler, mit dem ich schon vor Gründung von The Delic viel zu tun hatte. Wir sind auch tatsächlich zur selben Schule gegangen, in Norderstedt. Ach. Ja. Genau, der war in im Jahrgang von meinem Bruder. Und er hat eine sehr weit auseinandergehende Stimmbandbreite, kann sehr unterschiedliche Charaktere sprechen. Er spricht unter anderem auch den Barmann in Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Hey. Und von so aus kann er halt einfach so umswitchen auf solche Charaktere. Ich lese ein bisschen so die keifenden Wadenbeißer. Ja, aber optisch hast du dich da schon an deinem Mops orientiert, bei Maurice. Also der hat halt unglaublich viel Spaß gemacht, gerade irgendwie im nächsten Raum, den ihr jetzt noch nicht seht, wo er halt auch wohnt. Ja. Aber da will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Hier fällt mir natürlich noch dazu ein, dass das hier wirklich der komplexeste Multiple-Choice-Dialog in Whispered World war. Alleine das Ablaufdiagramm dieses Dialoges passte nicht mehr so richtig auf eine Seite. Das ist so verschränkt und so komplex, weil halt hier ein großes Dialogrätsel stattfindet. Und es so viele unterschiedliche Zustände quasi da drin gibt. Das mal wieder ein überbordender Dialog. Ich glaube, wir haben noch gar nichts zum Spot-Inventar zum Beispiel gesagt. Oder zum Interface allgemein. Aha. Das kommt nämlich auch vom Bade, diese Überlegung. Das sollten wir aber vielleicht für den nächsten Raum uns aufsparen, weil da benutzt man Spot ja mal so richtig dolle wieder. Genau. Aha. Bin ich ja mal gespannt beim nächsten Raum. Und natürlich diese markigen Bahngleise, die ebenfalls in einer frühen Skizze von dir zu sehen waren. Und die wir dann halt ebenfalls ein bisschen tiefer in die Story mit reingewoben haben. Ich weiß, wir hatten sogar überlegt, die mal aufs Cover zu packen. Genau, es gab ein paar Cover-Entwürfe, da waren die mit drauf. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. So in Parallelperspektive. Die hat es nicht so gefallen. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Ich fand es ganz schön, dass ein bisschen mehr Landschaft drauf war, aber die Charaktere gingen halt stark unter. Ja, im Endeffekt über das Cover hat nachher im Endeffekt das Marketing das letzte Wort. Ich glaube, das wäre auch nicht so ganz im Kanon von unseren anderen Spielen gewesen, wo wir ja immer unsere Charaktere ganz stark präsentieren. Carsten hat ja auch sehr viel mit dem Cover da gemacht. Genau. Ja, können wir noch irgendwas über Carsten mal erzählen? Wir erzählen so selten was über Carsten bei diesen Entwicklerkommentaren, fällt mir dabei ein. Ja, das stimmt. Also am Cover hat er auf jeden Fall sehr viel mitgearbeitet und hat uns ansonsten eigentlich immer... Ja, das ist eigentlich was wahrscheinlich auch ziemlich selten ist in der Games-Branche insgesamt oder insgesamt wahrscheinlich beim für Produzenten. Irgendwo ist er ja Produzent. Mhm. Executive Producer steht dann immer in den Credits, aber eigentlich ist er halt der Chef und eine seiner allerbesten Eigenschaften ist natürlich, dass er sich tatsächlich, was den Inhalt der Spiele anbetrifft, immer sehr, sehr stark zurückhält und uns einfach so freie Hand lässt und auch gegenüber unseren Publishing-Partnern eben immer in die Bresche springt und dafür sorgt, dass wir so frei wie nur irgendwie möglich als Autoren arbeiten können bei der Delic. Genau, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, irgendwie, dass wirklich der Chef so für die Künste einspringt. Das ist schon, oh Gott, jetzt schlage ich viel zu viel. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Schneiden wir das. Sehr gut. Okay, nochmal mit ihm geredet. Du schon wieder, was soll das werden, eine Belag? Ich hätte einen weiteren Zug. Raus, damit immerhin bezahlt. Das wollte ich noch ändern, jetzt wo wir alles abgehängt haben.
Wo dann? Wir müssen erstmal die Vogel verscheuchen, oder? Du solltest den Namen. Was denn? Unbedingt. Maurice, was schlägst du vor? Medium. Maurice. Na gut. Dann hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Du könntest die Preise. Für einen Besuch in Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen. Und für mich als Rabatt nur 4, oder? Lässt dir Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 8 Goldstücke! Ja! Für dich? 4! Sehr gut, ich kriege nicht direkt, aber könnte ich es nicht... aber erstmal sehen! Also, aber du hast die... Warum gibt es für dich? Du bist mein... Und du bist... Du hast... Das reicht wohl nicht. Schade. Ich habe keine... Dafür... So, vielleicht können wir das irgendwie... wie eine Heuschrecke aufbauen oder so. Oh, es klappt. Da haben wir was hingestellt. Ah, okay. Krupa hier auf dem... Ist das Hemd drüber? Die richtige Größe hat es schon mal. Aber so würde es wohl kaum halten. Es fehlen die Ärmchen. Ja, aber es ist... Vielleicht das Stäbchen daran montieren und dann... Ah, sehr gut. Knüppel mit Armen. Sehr schön. Und jetzt das Hemd. Mission. Oh, bravo. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats Plakette? Dein Dank ist mir Lohn genug. Sehr schöne Vogelschrecke. Vogelscheucher. Sie hat gewisse Ähnlichkeit mit Maurice. Na klar, was sonst? Mission erfüllt. Oh, bravo. Willst du jetzt... Dein Dank ist... Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. So, na dann reden wir nochmal. Holen uns unser Gehalt ab. Du schon wieder? Hast eine Belagerung? Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Okay, ich mach Feierabend. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Das macht 8 Goldstücke. Ja. Für dich? 4. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Aber könnte ich es nicht gegen mein Gehalt rechnen? Das ginge vielleicht. Aber erst mal sehen, wie viel du überhaupt schon verdient hast. Also, du bist mein Gärtner. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Tja, sieht so aus, als hättest du genug verdient. Willkommen im Maurice Medium Museum. Sehr schön. Ah, und jetzt können wir, glaube ich, weiter, oder? Jetzt können wir jetzt die Lok uns anschauen. Darf ich zur Lok? Gleise. Wo ist denn deine Lok? Ich glaube nicht, dass es irgend... Und nun? Ich habe keine Zeit für Unter... Dafür redest du aber ziemlich... Ich will die Lok anschauen. Ach so, bei ihm rein hier. Oder was? Aber wie komme ich hoch zur Eisenbahn? Es sei denn... Himmel, noch ein Fahrstuhl. Warum bin ich nicht einfach bei den Askil geblieben? Fahrstühle, jawohl. Eine Hängematte, da schläft der Kleine also drin. Die hängt hier wahrscheinlich noch vom Vorbesitzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Maurice da irgendwie rankommt. Stimmt auch wieder. Himmel, bin ich müde. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Du kannst immer noch schlafen, wenn die Welt untergegangen ist. Das glaube ich aber nicht. Sie hängt zu hoch, ich komme nicht dran. Sie hängt zu hoch, ich komme nicht... Ah, okay. Was haben wir hier noch? Regalhalterung. Es scheint mir alles ein wenig wackelig zu sein. Und das Regal ist auch nicht das Festeste. War ich das etwa? Hoppala.
Nein, das kann mal jemand anderes reparieren. Ich war es nicht. Kommode. Guter Witz, da ist ja gar nichts. Nicht einmal was zu essen hat er im Haus. Kein Wunder, dass er nicht wächst. Okay, ein Bett. Wie in einem Puppenhaus, niedlich. Da passe ich wohl nicht ganz rein, typisch. Zu groß zum Schlafen, zu klein, um die Welt zu retten. Ja. Himmel, bin ich müde. Reiß dich zusammen, Chadwick. Du kannst immer noch schlafen, wenn die Welt untergegangen ist. Okay, Spot haben wir hier noch. Den brauchen wir bestimmt nicht für die Zahnräder oder so. Ja, gut zu wissen, dass es hier einen Haltegriff gibt. Ich habe andauernd das Bedürfnis, mich irgendwo festzuhalten. Dann schauen wir uns das mal an. Ich kann mich irren, aber ich glaube, hier fehlt irgendetwas, das die beiden Zahnräder miteinander verbindet. Wie wär's denn mit Spot? Kann der hier wieder Zahnrad spielen? Ich kann mich irren, aber ich glaube, Okay, weiteres Rätsel. Wir müssen nur Zahnrad finden. Den runden Stein vielleicht. Ich kann mich irren, aber ich glaube. Okay. Wir müssen etwas finden, was die Zahnräder zusammenhält. Hier fehlt etwas und damit meine ich nicht nur Hoffnung. Okay. Hier fehlt etwas und damit. Das ist eine Öffnung. Was fehlt hier nur? Fragte der Clown die Welt im Allgemeinen. Aber wie immer ignorierte ihn die Welt. Aha. Und nun? Erstmal Audiokommentar hören. Ja, der Raum hat halt wirklich extrem viel Spaß gemacht. Wir haben da so eine kleine Schublade, in der Maurice dann auch immer schlafen kann und mit einer kleinen Treppe irgendwie auch reinklettern kann. Ja, und auch das Rätseldesign hier, wieder ein klassischer Bade, der hier mit dem Fahrstuhl und den der exzessiven Nutzung der Spot-Fähigkeiten halt ein kleines, großes Kunstwerk erstellt hat. Achso, wie soll man die Spot-Fähigkeit nutzen? Ja, beim Interface wollte ich eigentlich noch sagen, es passt auch ein bisschen auf Bade zurückzuführen. Eigentlich darf man es noch gar nicht erzählen. Das ist ein kleiner Spoiler, es hat nochmal gerade weghören. Wenn man wirklich das Interface aktiviert, reißt es in eine andere Realität. Ja, genauso ist das auch mit dem Spot-Menü. Ich glaube, das ist noch nie irgendjemandem aufgefallen, aber das ist so. Ja, doch, natürlich. Es blättert einem ja hinten tatsächlich das Dingens auf, ne? Das, genau. Die Buchseite. Ja, schön, wie das immer wieder zum Vorschein kommt. In den Winkeln und in den Ecken. Das ist, ja. Mann, haben wir lange am Interface rumgebastelt, oder? Bis wir das nachher hatten. Das stimmt. Ja. Okay, also Spotfähigkeiten nutzen. Hier schon die Seite aufblättern. Ich kann mich irren, aber. Okay. Ich kann mich irren, aber ich glaube. So offensichtlich nicht. Vielleicht. Spot in die Hängematte. Spot in die Kommode. Spot aufs Regal. Oder gar nichts. Hier ist noch eine Kerze. Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Erst einmal soll er sich nützlich machen. Lieber nicht. Ach, ich will hier keinen Wohnungsbrand verursachen. Spot hat später noch Zeit. Erst einmal. Ich kann mich irren, aber ich. Also das können wir mit Spot nicht machen. So geht's wirklich nicht. Ich kann mich irren, aber ich glaube, hier fehlt irgendetwas, das die beiden. In die Öffnung vielleicht rein? Hast du eine Ahnung, was das für eine Öffnung ist?
In diesen Momenten fühle ich mich immer besonders allein. Kopfkratz. Ja, welches Plattform wird jetzt hier... Hast du eine Ahnung, was das... In diesen die Öffnung. Cooles Spot dachte ich fürs Regal vielleicht, aber... Nein, Spot ist zu dick für das schmale Regal. Er hätte vielleicht weniger königliche Artefakte essen sollen. Dann vielleicht in der Kugelversion. Nein, er würde nur runterkullern. Okay, dann vielleicht in der normalen Form. Nein, Spot ist zu dick für das. Er hätte vielleicht weniger König. Feuerversion, da wollen wir es nicht anzünden. Lieber nicht. Ich will hier keinen Wohnungsbrand verursachen. Aha. Aber wie sonst? Wozu können wir ihn sonst gebrauchen? Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Erst einmal soll er sich nützlich machen. Spot hat keine Verwendung für Haltegriff, kann sich ja eh nicht daran... Tja, da bin ich mal wieder befragt. Ja, was zum... Was machen wir hier? Meine Idee war ja, Spot in die Öffnung zu schieben, aber es war scheinbar trotzdem zu groß. Nein, das passt hier nicht. Hier fehlt eine Art, weiß auch nicht, Hebel oder so. Ein Hebel, aha. Wie wär's damit? Ich kann mich irren, aber ich glaube, hier fehlt irgendetwas. Aha. Achso, die Wäscheleine vielleicht. Nein, die Leine ist als Keilriemen vollkommen ungeeignet. Ein Keilriemen. Ich kann mich irren, aber ich... Ich kann mich irren, aber ich glaube... Opas Hose. Voila, ein wunderbarer... Natürlich, Keilriemen. Was sonst? Hat jetzt Spot was geholfen? Aber ich muss doch mitfahren. Okay, halten wir uns an der Stange fest und dann kann Spot vielleicht... Ja, gut zu wissen, dass ich habe andauernd... Guck mal, Spot vielleicht... Geh her und lerne, dann kannst du beim nächsten. Du musst Spot die Tür aufhalten. Das hat ja wohl nicht geklappt. Und was muss die Tür blockieren? Das kann ich daran nicht. Wozu auch? Okay, Wäscheleine vielleicht. Was haben wir jetzt wofür gebraucht? Das hat ja sehr viel geholfen. Okay, ich habe es, glaube ich, einfach wieder abgenommen. Und jetzt... Das ist die Leine. Leine. Ich kann mal Spots da draufstellen. Auf die Leine. Gute Idee. Wenn ich Spot an den Fahrstuhl binde, hält er ihn vielleicht lange genug auf. Jetzt zier dich nicht so. Wird schon nichts passieren. Okay, und jetzt... Hebel. Oh nein. Oh, Spot? Das war wohl der falsche Spot. Oha. Ah, da bist du ja wieder. Lass diese Albereien in Zukunft bitte, okay? Du weißt doch, dass ich schwache Nerven habe.
Bloodspot. Erlernen das Bloodspot-Errungenschaft erreicht. Ah, okay, und inwiefern hilft mir der Bloodspot jetzt? Der Handtuchspot. Spot hat keine Verwendung für Haltegriffe, kann sich ja eh. Den Hebel vielleicht. Sieh her und lerne, dann kannst du beim nächsten. Vielleicht kann sich an der Stange festhalten. Spot hat keine Verwendung für, kann sich ja eh. Okay, haben wir jetzt den Faden verloren? Okay. Mal wie. Das Blattding muss doch zu was gut sein. Tja. Blattspot an die Hose. Warum nicht? Er erfüllt bestimmt denselben Zweck. Aha, okay. Verflucht, das ist es wohl noch nicht ganz. Ich habe einfach nicht genug Zeit, um zur Tür zu kommen. Vielleicht können wir die Hose jetzt mit dem Stein an den Hebel hängen und dann dachte ich mir doch. Verflucht, das ist es wohl das noch nicht. Das knappt hier immer noch nicht. Genug Zeit, um zur Tür zu kommen. Vielleicht können wir den Stein hier oben drauflegen und dann rollt er runter und dann. Und rein hier. Hurra. Wow. Maurice Medium Museum ist wirklich sein Geld wert.